Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier im Abbaugebiet. So eine kleine Kampfzone hat sich dann doch aufgetan und wir sehen hier drüben, hier wird schon wieder fleißig gekämpft. Auf wen wird hier rumgeschossen? Auf die kleine Igel. Wir sammeln nämlich fürs Imperium ein paar Kopfgelder zusammen für das neue Community Goal. Und vielleicht schaffen wir es da mal wieder in die Top 40, Top 15%. Das wäre ganz geil. So, nochmal 8000 drauf. Schön, wenn die Kampfmusik einsetzt. Sidewinner, Sidewinner. Eine Viper. Wo ist sie denn? Direkt hier vorne, vor unserer Nase. Können wir schon mal einen Scan ansetzen. Jawohl, das sieht gut aus. Einfach mal ein paar Düppel geschmissen. Alter, willst du mich verarschen? Ich stand still, wo fliegt denn der lang? Naja, ist egal, wir haben keinen großen Schaden erlitten. Bloß ein ganz kleines bisschen hat unser äußeres Ringschild erwischt. Geil. Läuft gut. Was haben wir, eine ASP? Nö. Schade, die eine Python, die hier rumfliegt. Die ist sauber, leider. Die ist auch gerade nicht mehr los, oder? Einfach mal ein bisschen umschauen, das hilft manchmal. Düsen mal hier hinten weiterhin. Dort wo ein bisschen. Oh, 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 oh. Das war kein Laserstrahl, der da gerade abgefeuert wurde. Eine Sidewinder? Ach Gott. Oh oh. Das war ein Asteroid. Scheiße. Bin ich mit dem Hack leicht angeditscht. Oh, 4000 hatte sie dabei. So, wer stänkert hier noch rum? Die Igel schießt auf. Noch eine Sidewinder? Die scanne ich nicht. Wieso habe ich 400 Kopfgeld auf mich ausgesetzt bekommen? Habe ich. Ich habe doch niemanden getroffen, der in meiner Schussbahn lag, oder? Jetzt schießen sie auf mich. Oh, ihr Schweine. Okay. Bevor sie mir jetzt hier alle die Bude zerschießen. Was war das denn gerade? Ich habe erst auf die Sidewinder geschossen, als sie mir angezeigt wurde, als Gegner, als gesucht. Na, verdammt. So. Hey, fahr die Waffen ein. So. Tja, weiß ich nicht. Hab gerade nichts gesehen, dass mir jemand vor der Linse rumgeflogen ist, den ich aus Versehen getroffen hätte. Geschweige denn, das Schiff, das war halt echt gesucht und das dann habe ich drauf geschossen. Weiß ich nicht, was das Spiel gerade wieder mal gegen mich hatte, aber das ist ja oft so. Einfach Pech gehabt. Ist leider nicht das erste Mal. Scheiße. Ach, jetzt müssen wir erstmal landen, ist egal. Ich wollte sowieso mal irgendwann auf den Außenposten. Na toll. Können wir da gleich die Strafe bezahlen? Und hier für das System dürften wir auch ein bisschen Kopfgeld eingesammelt haben, nämlich das gescannte, das hier, die 13.000. Ach Gottchen. Gab nicht viel extra Kopfgelder bisher. Die Liste wird immer länger. Da ist ja dort gleich nochmal, sind das vier? Drei andere Abbaustandorte, da können wir die gleich anfliegen, da müssen wir nicht so weit. Muss ich mir nachher eventuell nochmal anschauen, was da gerade passiert ist und wieso und warum und weshalb ich da attackiert wurde, beziehungsweise den Gesuchtstatus bekommen habe. Oh, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen verlangsamen. So, reicht.
Alle drei im Innenring oder was? Hm, scheint so. Mann, ist das ärgerlich. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Aufgabe oder so, für dass wir Piraten abschließen müssen fürs Imperium. Können wir das gleich mitnehmen? Das war bisher, glaube ich, bei jedem Mal so. Okay. Bill Marshall, jetzt habe ich dich. Ach, du ödest mich an. Komm her mit deiner kleinen Scheiße ASP. Dürfte ordentlich was dabei haben. Rang tödlich zieht uns raus. Ich schätze mal 50.000 oder so. Ha, 47.000, geil. Ich habe mir gerade auch nicht wirklich Mühe gegeben, den abzuschießen, sondern habe nur drauf gehalten und bin keine Manöver oder so geflogen. Das ist meistens nicht nötig bei denen, die einen da rausziehen. Sei denn, es ist natürlich ein fettes, großes Schiff. Das Ding ist ja, wir waren gerade schon auf ein paar Kilometer nur noch ran und jetzt sind es wieder 40 Lichtsekunden, die wir fliegen müssen. Es zieht einen immer ganz schön weit weg von dem Standpunkt, wo man irgendwie rausgezogen wird. Ich weiß nicht, wie sich das berechnet, ob die, wenn die einen interdikten, ob man dann an dem Punkt kämpft, wo die einen rausgezogen haben, weil man ja halt immer wieder weiter weg vom Ziel ist. Keine Ahnung. Lief aber gut. Haben wir einfach schon mal 250.000 gemacht. Sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass es ganz so schnell geht. Wäre natürlich noch schneller gegangen, wenn wir dort hätten bleiben können. Dürfen wir landen? Jawohl, dürfen wir. Endlich mal wieder ein bisschen kämpfen, oder? Mal schauen. So die letzten paar Mal haben so 5, 6, 7.000 Leute sogar mitgemacht bei den Community-Events. Ob wir da Top 40% ist auf jeden Fall möglich. Das packen wir 100%ig. Top 15, ja, ist wahrscheinlich auch möglich. Kommt drauf an, wie es läuft. Top 5%, das könnte knapp werden. Keine Kontakte. Oh, hängt das Spiel gerade? Ah ja, jetzt geht's, okay. Genau, erstmal die Strafe bezahlen. Spiel hing gerade, weiß nicht warum. Habe eher den Eindruck, dass es in den letzten Tagen immer mal ein bisschen länger lädt. Wobei das meistens bloß so ein Gefühlsding ist, aber gerade haben wir es ja gesehen. Weiß nicht, ich habe nichts im Hintergrund laufen, ob es am Server liegt oder an meiner Leitung gerade. Gelöscht, sehr gut. Sicherheitsbüro, können wir hier nichts einholen? Ist das jetzt weg? Ja, nicht vorbestraft, vielen Dank. Wäre geil, wenn es irgendwo eine Liste geben würde, warum ich denn vorbestraft gewesen bin. Also auch mit den Sachen, die ich schon bezahlt habe. Gibt es hier was in der Auftragstafel? Was haben wir hier? Obrigkeit? Nö, das lassen wir. Kriegsnachschub? Das lassen wir auch. Hier gibt es sogar einen Warenmarkt und eine Ausstattung.
Na gut, eigentlich wollten wir kämpfen, deswegen düsen wir wieder zurück. Und nehmen uns einen der Rohstoffabbaustand oder hier um die Ecke gleich vor. Ich finde es immer herrlich, wenn man vom Außenposten wegfliegt. Ruckzuck ist man da aus dieser Massensperre raus und kann losdüsen. Nicht so wie bei den großen Stationen, da sind es halt nochmal 2-2,5 Kilometer mehr, die man da wegfliegen muss. Bevor es in den Hyperraumsprung oder in den Supercruise gehen kann. So, das dürfte hier vom Planeten sein, oder? Joa. Joa, ist es auch. Oh Gott, wie überstrahlt der Ring einfach mal gerade ist. Das ist ein bisschen komischer Effekt, der sich damit wegzieht. Naja, wer weiß. Boah, man denkt immer, man ist schon so nah dran an den Ring. Aber dann kommt man trotzdem immer, immer näher. So, Freunde der Nacht. Waffen ausgefahren. Oh, da kommen schon einige Schiffe unten. Oh, nehmen wir mal die Igel. Die sind meistens, haben die nichts Gutes im, oder für nichts Gutes im Schilde. Wobei die da im Wing ankommen, oder was? Jawohl. Die haben ja nicht mal Schilde dabei. Das ist ja lächerlich. Oh, nice. Zu dem Wing. Ach, der will abhauen. Das Ganze vergessen. Da boost dich doch lieber ran und grill dich weg hier vorne. Haben wir direkt. Was, wer denn? Mich greift keiner an, danke. Haben wir direkt zwei erwischt? Da haben wir noch einen Adder. Oh, noch eine Cobra. Nehmen wir mal lieber die. Vielleicht haben wir Glück. Ah, das sieht ganz gut aus. Ach. Die Sensoren spielen gerade nicht mit. Komm schon, wir sind nah genug dran. Warum kann ich die manchmal nicht anvisieren? Da hätte ich gerne mal eine Erklärung für. War bloß 2 Kilometer weg. Die scannen wir auch wieder. Geil, noch eine Cobra. Ach Gottchen, 6000 gab die bloß. Och, schade. Gut, die war vom Rang. Weiß ich nicht, was die vom Rang war. Die hier ist jedenfalls gerade mal zumeist harmlos. Das ist der zweite Rang. Zwölftausend. Na, immerhin das Doppelte. Geht doch, Kleinvieh macht auch Mist. Was haben wir hier vorne? Eine Igel. Ne, eine Sidewinder. Hab's nicht ganz gesehen. Oh, da vorne wird auch gekämpft. Vor uns. Da hinten. So, düsen wir direkt weiter. Was haben wir da? Eine Viper. Oh, das ist sehr gut, sehr gut. Nice Box. Oder Niles Box. Komm her, Nils. Ich hätte vielleicht einen besseren Tötungsbefehlsscanner einbauen können, der die auf höhere Reichweite schon mal scannen kann.
Geht, glaube ich, bis 4 Kilometer. Na. Ach so, der haut gerade ab. Jawohl. Sehr gut. Ach Gott, wir sind schon wieder 20 Kilometer weg vom Abbaustandort. Müssen wir wieder ein bisschen ran. Hier draußen werden wir keinen weiter finden. Obwohl, er kriecht hier vorne rum. Ah, da ist jemand am Abbauen, das ist okay. Da hinten wird gefeitet. 296.000. Adder sind unterwegs. Ich glaube nicht, dass die gesucht sind, oder? Oder doch? Doch. Ein kompetenter Adder. Ja, könnte auch ein bisschen was bringen. Noch ein Adder. Der ist am Abbauen. Hier war doch noch einer. Eine Sidewinder. Die ist höchstwahrscheinlich auch gesucht, ja, ohne Schilde. Also das finde ich schon ganz schön lame, wenn die dann echt ohne Schilde unterwegs sind. Könnten sie den NPCs wenigstens welche verpassen. Da hinten wurde vorhin irgendwo gekämpft, aber ich glaube, das Schiff, auf was da geschossen wurde, das ist mittlerweile schon tot. Kaputt, zerstört, wie auch immer. Ein Haufen Sidewinder sind hier unterwegs. Doch, da wird gekämpft. Da hinten auch. Ach Gott, das sind alle Sidewinder. Nehmen wir die ganzen kleinen Sidewinder erstmal mit. Geil, 7000 für eine Sidewinder. Das ist ja schon die Obergrenze, was man überhaupt bekommen kann für so ein kleines Schiffchen. Oh, super, noch ein Adder. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, wenn ich in Abbaustandorten für ein Community Goal Kopfgelder gesammelt habe, dann bin ich so spätestens nach einer halben, dreiviertel Million erstmal los und habe das alles abgegeben, bevor man sich halt selber zerstört am Gestein. Das ist ja schon mehrmals passiert. So, weg damit, aber große Schiffe haben wir hier echt noch nicht gesehen, jetzt die letzten zwei Folgen. Da ist noch ein Adder. Ja, das ist am Abbauen. Tote Hose. Ohne Viper. Da könnten wir nochmal Glück haben. Jo. Also Viper in Kampfgebieten finde ich sehr nervig. In Abbaustandorten oder so als Kopfgelder ist das okay. Bisschen aufpassen, da fliegt uns jemand im Weg rum. Nicht, dass wir wieder Kopfgeld bekommen. Och Leute, macht euch weg.
Nice, 25.000. Das ist noch. Oh, warte mal, da war eine Kobra. Oh, da sind mehrere Kobras. Ein 4er Kobra-Wing, das wäre doch mal was. Oh, die kommen sogar alle gleichzeitig angeflogen. Das wäre nice. Ja. Okay. Probieren wir's. Ja. Die zweite, die ist auch direkt gesucht. So, die haben wir noch gescannt. Ha, sauber. Holen wir uns hier direkt die nächste Kobra. War das nur ein Zweier-Wing oder war das gar kein Wing? So, Scan ging noch durch. Sehr gut. Und auch die ist kaputt. Wo sind denn die anderen? Die hätte ich gern noch. Oh, sauber. Sind schon ein bisschen weiter geflogen. Scheint aber auch gesucht zu sein. Die schießen auf jemanden, beziehungsweise auf den wird geschossen. Dachtstunde fliegt uns jetzt an. Jawoll. Sehr gut, jetzt läuft es noch. Volki, was ist mit dem? Achso, das ist die andere Kobra. Die gescannte, da haben wir noch eine Igel. Wie sieht's denn aus? 400.000. Ja, nicht schlecht. Könnten wir eigentlich... Ich glaube, das war knapp. Könnten wir eigentlich abgeben. Jetzt wird da hinten so schön rumgekämpft. Nehmen wir lieber die Kobra. Die haben meistens noch ein bisschen mehr als die Igel. Da ist noch eine Viper unterwegs, irgendwo hier unter uns. Unter uns und weiter hinten. Oh, die ist auch gleich kaputt, da müssen wir uns beeilen. 22%. Sehr gut, nochmal 25.000. Oh. Wie sieht's bei dir aus? Baust du ab? Glück gehabt. Dr. Vector. Achso, die platzt gerade. Na gut, würde ich sagen, da hinten wird gekämpft. Ich fliege da mal hin und dann sehen wir uns dort in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.